Hallo und willkommen bei Natureholic und Garnelio. Als ich vor ein paar Tagen an einem See, an einem Baggersee in Köln war, habe ich diese Süßwasserquallen gefunden und ich wollte sie schon viele Jahre mal mir selber ansehen oder fangen oder sammeln. Und das konnte ich jetzt an diesem See. Ich habe tatsächlich zwei Quallen gefunden und das war nachts. Ein Freund, der da wohnt, hatte mir gesagt, die Wochen vorher, weil es so warm war, hat er auf 2 Quadratmeter 100 Stück gefunden. Mittlerweile ist es ja ein bisschen kühler geworden. Es ist jetzt Mitte September und die Temperaturen sind runtergegangen. Deswegen gibt es auch nicht mehr so viele Quallen. Also ich habe in dieser Nacht nur 2 gefunden, aber dennoch bin ich zufrieden mit der Ausbeute. Ich wollte mal sehen, wie sie im Aquarium funktionieren. Diese Süßwasserqualle ist die einzig vorkommende Art der Gattung Craspeda custa, die sich wahrscheinlich über Ostasien oder Brasilien überall auf der Welt verbreitet hat. Der erste europäische Nachweis erfolgte allerdings schon 1880 und das war im Royal Botanic Garden in London, wo sie in einem Seerosenbecken aufgetreten ist. Man kann sie in langsam fließenden, aber eigentlich eher stehenden Gewässern sowie Seen finden, in denen sich die Uferzonen stark erwärmen. Die Nahrung besteht vorwiegend aus kleinen Krebschen, Rädertierchen und anderen Einzellern. Die Tiere werden ungefähr 2 bis 3 Zentimeter groß und die ausgewachsenen Tiere tragen am Schirmrand bis über 600 nesselbesetzte fadenförmige Tentakel. Für Menschen allerdings komplett ungefährlich. Meinen Fischen hat sie auch nichts gemacht und den Garnelen auch nicht. Deswegen denke ich mal, sie sind für größere Lebewesen, also so Garnelengröße und Fische, eigentlich harmlos. Auch in diesen Seen treten sie nur unregelmäßig auf, also in diesen wärmeren Sommern. Die letzten Jahre waren ja etwas wärmer und deswegen waren sie da diesen Sommer, letzten Sommer nur. Ich habe es letzten Sommer nicht geschafft. Jetzt habe ich sie mal im Aquarium versucht zu pflegen und ich muss sagen, es ist nicht gut gegangen. Nach 3 Tagen haben sie den Geist aufgegeben. Falls ihr irgendwelche Erfahrungen mit diesen Wirbellosen des Süßwassers gemacht habt, dann lasst es uns in den Kommentaren wissen, schreibt es drunter. Vielen Dank fürs Zuschauen, es war nur eine kurze Info, dennoch finde ich sie sehr interessant. Aber vielleicht hat ja der eine oder andere von euch die Tiere schon mal erfolgreich im Aquarium gepflegt oder vielleicht sogar vermehrt.